Willkommen zur August-Ausgabe von Wörtlich. Karl-Heinz Delvaux war als Mitglied der RAF an der Besetzung der deutschen Botschaft 1975 in Stockholm beteiligt. 2 Jahre später wurde er dafür zu 2x lebenslänglich verurteilt. Seit seiner Haftentlassung 1995 ist er als Autor und Dokumentarfilmer tätig. 2009 hat er den Hamburger Leica Verlag gegründet. Hören Sie nun wörtlich Karl-Heinz Delvaux. Herr Delvaux, bezüglich Ihrer Mitgliedschaft in der Roten Armee-Fraktion und Ihrer Teilnahme und den Konsequenzen an der Besetzung der deutschen Botschaft in Stockholm im April 1975 haben Sie gesagt, es wird mich mein ganzes Leben lang begleiten und ich werde wohl immer dazu Stellung nehmen. Das gilt wahrscheinlich für alle Beteiligten, allerdings Sie haben sich dazu entschlossen, diese Artikulation auch öffentlich zu machen. Bereits 1990 haben Sie einen langen Artikel mit dem Titel »Mitten im Nebel« verfasst, der 3 Jahre später in Teilen und auch 1997 veröffentlicht worden ist. Diese öffentliche Reflexion, die Sie auch in anderen Formen gemacht haben und die von anderen Mitgliedern teilweise vermieden worden ist, warum haben Sie sich dazu entschlossen? Den Text, den ich damals geschrieben habe, den habe ich jetzt nicht geschrieben, um ihn sozusagen an die Öffentlichkeit zu geben, sondern den Text habe ich in einer ganz bestimmten Situation geschrieben, 1990, ein Jahr nachdem der Osten zusammengebrochen ist, eine Zeit, die auch damit verbunden war, dass 10 ehemalige Mitglieder der RAF sozusagen wieder aufgetaucht sind und wir im Gefängnis gesehen haben, wir, die jedenfalls seit Mitte der 70er Jahre schon in Haft waren, dass wir unheimlich vieles über das, was draußen abgelaufen ist, gar nicht Bescheid wussten. Und das muss man in irgendeiner Form verarbeiten. Und ich habe diesen Text geschrieben und habe beim Schreiben dieses Textes, den habe ich geschrieben für uns als Gruppe, den sollten die, die konnten, intern lesen. Und ich habe ihn an bestimmte Leute nach draußen gegeben, nicht nur an direkte, wie man immer sagt, an Sympathisanten, die direkt mit uns verbunden gewesen sind, sondern ich habe sie auch an andere radikale Linke gegeben und habe gesagt, das ist ein Teil meiner Reflexion und wir müssen über unsere Geschichte reden. Und ich zähle halt zu denjenigen, die sagen, wir können nicht immer nur nach vorne schauen. Also es gibt etwas, das war immer klare Erkenntnis in unserer Gruppe von Anfang an, dass Gudrun Enzin hat immer davon gesprochen, es gibt so etwas wie Kontinuität und Bruch. Und der Bruch bedeutet natürlich auch, wir müssen uns unsere eigene Geschichte anschauen. Und jeder Mensch macht sich seine Geschichte erst über die Reflexion wirklich verfügbar. Wenn man das nicht macht, dann verschwindet die Geschichte. Die Erfahrungen werden nicht herausgezogen. Und wir müssen auch Erfahrungen aus unserer Geschichte ziehen. Und wir haben so wenig an Diskussionen führen können. Das muss man sagen, nicht weil wir sie nicht führen wollten. Wir konnten sie einfach nicht führen, weil ich habe 17 Jahre in Isolationshaft gesessen, im Hochsicherheitstrakt. Nicht? Und das ist nicht einfach gewesen. Ich bin von vielen Dingen abgeschnitten gewesen. Und für mich war es wichtig, dass wir über unsere Geschichte reflektieren und auf dieser Basis weitermachen können. Deswegen habe ich damals diesen Text geschrieben. Also der war ursprünglich nicht dafür gedacht, dass er jetzt sozusagen breit in die Öffentlichkeit ging. Es gab dann mal wieder eine Zellenrazzia. Der Text ist dann mitgenommen worden und dann habe ich mitgekriegt, er ist da durch alle Staatsschutzapparate und Ministerien gelaufen und dann gab es für mich keinen Grund, den jetzt nur auf einen bestimmten Kreis zu beschränken und dann habe ich davon noch Teile selber öffentlich gemacht, nicht den gesamten Text, aber Teile.
Sie beginnen den Text mitten im Nebel, zumindest in der Druckfassung aus der Zeitschrift Die Beute, mit den Sätzen: Was uns mit vielen anderen, die nach den Kriegsjahren aufgewachsen sind, gemeinsam war, war das Bedürfnis nach Aufrichtigkeit vor uns selbst in unserem Leben. Die Erfahrung war, dass das innerhalb dieser gesellschaftlichen Verhältnisse nicht herstellbar ist. Der erste Kontext, die Aufrichtigkeit zu sich selbst, ein Bezug, der sich natürlich ganz stark aus dem Kontext Zweiter Weltkrieg heraus auflädt. Aber grundsätzlich ist das ein klassisches Prinzip der Aufklärung. Ob das jetzt ein klassisches Prinzip der Aufklärung ist, will ich jetzt nicht, weiß ich nicht, schiebe ich mal weg. Weiß nicht, ob ich das wirklich beantworten könnte, aber es ist für mich ein klassisches Prinzip der Revolte. Ich kann mir keine Revolte vorstellen, die sozusagen von der Person selber und von der Veränderung der Person selber abgetrennt ist. Nicht? Wenn man sich diese ganze 68er-Bewegung, die ganze Neue Linke anschaut, dann ist diese ganze Neue Linke aus meiner Sicht davon bestimmt gewesen, das eigene Leben mit der Revolte zu verbinden. Es gab dann die orthodoxen Linken, nicht? Die haben sich auch vieles gemacht, aber für mich war so ein Kennzeichen der orthodoxen Linken, dass sie in der Lage ist, ihr gesellschaftliches Leben und ihr politisches Leben säuberlich voneinander zu trennen. Deswegen konnten da Menschen, ich sage einfach mal, in einer sehr spitzbürgerlichen Welt leben und die auch ausbauen und konnten gleichzeitig ökonomische Analysen machen, die in irgendeiner abstrakten Form sich gegen das System richten oder konnten für eine Partei sein. Und diese Anbindung, die hat es verloren. Und ich finde diese Anbindung wichtig und die muss auch heute da sein. Nicht? Ich meine, was Sie gesagt haben mit diese Glaubwürdigkeit und die Ehrlichkeit vor sich selbst, bezog sich ja nicht nur auf das, was im Nationalsozialismus gelaufen ist. Das ist ein Teil, ein wesentlicher Teil davon. Sondern sie bezog sich damals natürlich genauso darauf, dass man wusste, du musst deine Haut zum Markte tragen. Du musst irgendwohin arbeiten gehen. Du musst dich verbiegen, du musst dich verkaufen, du musst dich verändern, so dass du für dieses System funktional bist. Und darüber verliert sich der Mensch. Und dieses Nicht-Verlieren-Wollen von sich selber, so, wenn man darauf besteht, ist man schon von vornherein in einer grundsätzlichen Gegenposition zu einem System, das den Menschen permanent verrät, verwertet und ihn auch zunichte macht. Und um diese Glaubwürdigkeit ging es auch, dass man sich natürlich überlegt hat, was mache ich gerade? Und man wusste damals sehr genau bei der Frage, wenn man gearbeitet hat oder wenn man irgendwo war, dass man sagte, integriere ich mich jetzt und mache ich diese ganze Scheiße mit, reproduziere ich sie und kann ich das noch in irgendeiner Form legitimieren, damit dass ich sage, das ist jetzt ein kleiner Teil der Bedingungen für meine politische Praxis, weil man muss ja von irgendetwas leben und habe ich diesen Widerspruch noch. Und das meinte ich natürlich mit Ehrlichkeit vor einem selber und das ist, glaube ich, eine wichtige Triebkraft gewesen, um an der Revolte zu bleiben und die Revolte weiter zu entwickeln. Aufrichtigkeit. Im österreichischen Kontext die Aufrichtigkeit der Teilhabe am Nationalsozialismus und der affirmativen Teilhabe am Nationalsozialismus des größten Teils der österreichischen Bevölkerung ist nach 1945 die ganze Zeit verleugnet worden. In Deutschland auch. Sind sie auch verleugnet worden? Natürlich ist das wichtig, aber wir waren ja nicht nur mit diesen alten Nazis konfrontiert, sondern wir waren ja schon über das, ich meine, ab 69 gab es eine sozialliberale, es gab erst die Koalition zwischen CDU und SPD und dann gab es dann eine sozialliberale Koalition, deren Modernisierungsprozesse, mit denen deren modernisierter Kapitalismus, mit dem sind wir real konfrontiert gewesen, gegen die Vergangenheit. Man kann nicht nur gegen die Vergangenheit kämpfen, sondern die Vergangenheit war ja in einer anderen Form präsent in der Gegenwart. Und man musste sich auch gegen das richten, was in der Gegenwart ist. Und diese Gegenwart war, was sozusagen die Zerstörung des Selbst angeht, die ist verheerender gewesen, wenn man sich dort integriert hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was andere gemacht haben, was haben wir gemacht und was haben andere gemacht, die sich integriert haben, dann würde ich denen nie jetzt irgendwie was Schlechtes unterstellen. Die waren vielleicht von dem Konzept des bewaffneten Kampfes nicht überzeugt und haben das auch nicht machen können. Und wenn ich davon überzeugt ist,
Das ist auch gut, dass er es nicht gemacht hat, sonst wäre er hinterher in einer furchtbaren Situation gewesen und hätte alles 100-mal dementieren müssen. Aber wenn ich mir Leute anschaue, die diesen Gang durch die Institutionen gegangen sind, und wenn ich jetzt so ein Beispiel nehme wie Cohn-Bendit, der mal 68 doch in irgendeiner Form ein Sprachrohr der Revolte in Paris geworden ist, oder wenn ich Wolfgang Grauszha nehme, unter dem ich 1995 nochmal in einer Protestchronik gearbeitet habe, und sehe mir deren Biografien an, nicht? Dann sind die Leute über diese Institution, in die sie reingegangen wurden, am Ende zu furchtbaren, reaktionären Leuten geworden. Grauenhaft kann ich da in den einzelnen Biografien nur sagen. Und deswegen kann ich das zwar nachvollziehen, dass bestimmte Leute damals, dass sie gesagt haben, nein, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Und ich hätte denen immer gesagt, das ist richtig. Aber vom Ergebnis her bin ich froh, dass ich in den bewaffneten Kampf gegangen bin, dass ich einen Kampf geführt habe und dass ich gesagt habe, ich muss in irgendeiner Form bei meinem Selbstbild bleiben und zu dem muss ich stehen. Sie haben geschrieben, ich wusste, dass ich jetzt gehen muss und dass ein Teil dafür ist, eine Grundlage herzustellen, auf der wir uns und andere für den Kampf um eine offene Zukunft wiederfinden können. Aus dieser Formulierung lese ich heraus, dass die Zukunft greifbar möglich war und es notwendig war, aus dem Verhältnis, in dem man war, völlig herauszukommen und mit diesem total zu brechen. Auch nicht unbedingt, ich bin nicht naiv gewesen. Nicht unbedingt, weil ich davon ausgegangen wäre, dass die eine revolutionäre Zukunft oder eine Revolution greifbar in der Nähe lag, sondern als ich das geschrieben habe, ich wusste, dass ich gehen muss, das war ja nach dem Tod von Holger Mainz, nicht? Das kann man auch davon nicht abtrennen. Und mit dem Tod von Holger Mainz ist ja eine Reflexion bei mir, bei einigen von uns verbunden gewesen. Und diese Reflexion hat ja gesagt, dass alles, was wir machen, sozusagen gegenüber der Macht des Systems völlig wirkungslos, wenn nicht sogar in gewisser Weise lächerlich ist. Es ist meine zweite Erfahrung. Holger Mainz starb 1974? Holger Mainz starb am 9. November 1974 während eines Hungerstreiks gegen die Isolationshaft. Und für mich ist das die zweite Erfahrung einer Wirkungslosigkeit gewesen. Die erste Erfahrung war, dass ich 1973 zu ca. 70 Hausbesetzungen gehört habe in Hamburg und sehr engagiert war. Und nach 6 Wochen ist dieses Haus in einem Akt, den man wirklich als Kriegsakt bezeichnen kann. Es ist ein Sondereinsatzkommando gekommen, das hat auch scharf geschossen in diesem Haus, obwohl wir nicht bewaffnet waren, uns geräumt hat. Ich bin ins Gefängnis gekommen, ein paar andere auch, aber ich habe zu denen gehört, die lange dann vom Alter her ein Jahr lang im Gefängnis gesessen haben. Und ich habe mich damals schon im Gefängnis geärgert und habe mir selber gesagt, Mensch, das hast du alles vorher gewusst und hast keine Konsequenzen gezogen. Dann komme ich raus nach einem Jahr. Ich arbeite dann in diesen Komitees gegen Isolationshaft und in bestimmten undogmatischen linken Zusammenhängen. Und wir wollen die Gefangenen schützen, die waren uns sehr nah, mit denen war unser eigener Aufbruch unmittelbar verbunden. Und dann wirft uns das System Holger Mainz als Leiche vor die Füße. Und dann stand man wieder vor der Frage und hat sich gedacht, Mensch, das wussten wir doch, dass sie über Leichen gehen werden, dass das eine politische Position, die systemoppositionell ist, die darauf insistiert, dass sie sagt, wir wollen eine andere Welt haben, wir kehren nicht zurück in diesen Kapitalismus und wir brechen mit ihm, dass die von diesem System nie akzeptiert wird und dass das System, um diese Position abzuräumen, auch über Leichen geht. Und da meinte ich, und das meinte ich mit diesem Satz, dass ich wusste, ich muss jetzt gehen, nicht? Und gehen bedeutete, dass das wiederum, obwohl wir uns als Kollektiv verstanden haben, und das waren wir auch in dieser ganzen Praxis vorher. Ich habe viele Freunde gehabt, ich habe auch in einer Beziehung gelebt, aber es war klar, wir mussten diesen Weg erstmal alleine gehen, weil es musste jeder für sich seinen eigenen Grund haben. Und dann würde man sich vielleicht später, wenn die anderen genauso weit sind, würde man sich später in der Illegalität, in einer neuen Kampfform treffen und wieder zusammenkommen. Das meinte ich mit diesem Satz,
dass ich wusste, dass man gehen muss und dass wir uns dann später wiederfinden. Und dann hätte man gesehen, dann hätte man auf Basis neuer Erfahrungen, neuer Entscheidungen gemeinsam weitergemacht. Aber wichtig ist, das ist mir auch, wäre mir auch heute noch wichtig, nicht, dass die Entscheidung, dass man sagt, man will in diesem System nicht mehr mitmachen, wenn man das versucht, offensiv zu wenden, dass das jeder für sich entscheiden muss. Man muss für sich den eigenen Grund kennen. Kennt man ihn nicht, geht man zum Beispiel in die Illegalität, weil die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte dort hingeht und der stirbt oder er bricht zusammen. Das gibt es ja, und er unterliegt. Dann würde man ja am Ende dastehen und wüsste nicht mehr, warum man selber reingegangen ist. Man muss für sich selber den Grund kennen. Und er ist, glaube ich, am Anfang jetzt mal, das muss man individuell mit sich klar machen. Aber eine individuelle Entscheidung, die zu einem neuen Kollektiv hin will. Sie haben gesagt, dass alles verlassen war zu Anfang in der Illegalität ziemlich einsam und leer. Das war traurig, ja. Natürlich ist es traurig, man geht aus einem intakten Zusammenhang heraus, man verlässt seine Freunde und Freundinnen und dann kommt man in die Illegalität, in der muss man sich ja auch erstmal zurechtfinden, und insbesondere in eine Illegalität, das darf man nicht vergessen, in der es wenig andere Leute, Genossen und Genossinnen gab, nicht? Es gab nicht so viel damals. Wir haben die RAF sozusagen von Anfang an so von der militärischen Struktur und von der illegalen Struktur her neu aufbauen müssen. Und es waren damals vielleicht insgesamt 10 Leute, die das gemacht haben. Und von denen waren halt 6 oder 7 in der Illegalität und ein paar andere drumherum. Und man hat ja nicht in einer Wohnung zusammengesessen oder sowas, sondern man war verteilt und hatte viele Aufgaben übernehmen müssen. Und das meinte ich, das war in gewisser Weise einsam, ja, das stimmt schon. Es wurde von vielen Seiten kritisiert, dass teilweise das politische Ziel vage gehalten wurde. Es war der Vorwurf von der Befreit die Guerilla. Mhm. Sie zitieren aber auch einmal Marcuse und sagen, dass die Voraussetzung von Kritik eben nicht ist, die Lösung des Problems schon zu wissen. Andererseits haben sie auch darauf hingewiesen, dass das Alleinesein in der RAF mit vielleicht noch anderen Genossen und Genossinnen im internationalen Kampf auch dazu geführt hat, dass ein unglaublicher Mangel an Reflexionsfähigkeit da war. Das stimmt. Also beides stimmt, nicht? Und vielleicht kann man hier zu einem Bild von Henri Lefebvre zurückgreifen, der in seinem Buch, glaube ich, Kritik des Marxismus in den 50er Jahren diesen schönen Satz geschrieben hat, dass er gesagt hat, der Marxismus ist aufgetreten und hat auf diesem bürgerlichen Tisch oder auf dem vom Bürgertum gedeckten Tisch der Geschichte hat er Tabula Rasa gemacht und hat alles weggefegt, nicht, und hat einen Raum hergestellt. Und dieser Raum musste gefüllt werden. Und dann hat sich herausgestellt, dass er aber nicht wirklich gefüllt worden ist. Oder er ist gefüllt worden über die Oktoberrevolution mit ganz vielen ökonomischen, mit einer nachholenden Industrialisierung und vielen ökonomischen Konzepten. Aber er ist nicht wirklich zum Beispiel sozial gefüllt worden. Und wir haben etwas Ähnliches gemacht. Das ist der bewaffnete Kampf. Nicht diese radikale Entscheidung zu sagen, nein, wir gehen jetzt raus aus dem System und wir gehen ja nicht nur raus und ziehen uns irgendwie zurück, sondern wir bewaffnen uns und überlegen uns, wie können wir dieses System angreifen, attackieren und wie können wir mit diesem Attackieren anderen Mut machen und zeigen, dass man kämpfen kann und dass man siegen kann gegenüber diesen Verhältnissen. Wir haben auch mit der Entscheidung zum bewaffneten Kampf Tabula Rasa gemacht, aber, und ich würde mir das heute, vielleicht früher habe ich mir das immer auch mir und uns immer ein wenig selber zum Vorwurf gemacht, weil wir auch wahnsinnige Ansprüche hatten, was wir alles selber handeln können müssten. Das würde ich mir heute gar nicht mehr so zum Vorwurf machen, dass wir diesen Raum, den wir sozusagen frei gemacht haben, nicht wirklich auch mehr füllen konnten, sondern das ganze Konzept, das hätte wirklich auch nur funktioniert. Wir sind ja sozusagen Leute gewesen, die gesagt haben, wir können unter diesen Verhältnissen nicht leben, wir müssen den revolutionären Kampf machen und insoweit sind die Verhältnisse auch reif dafür. Und das hat vorausgesetzt, dass sozusagen
viele andere das dann auch gesehen hätten und mit ihren Gedanken und ihren Aktionen, und das muss nicht nur die bewaffnete Aktion sein, es kann auch andere politische Aktionen sein, sie müssen nur in irgendeiner Form auch eine praktische Evidenz haben, dass die mit uns zusammen dann diesen Raum füllen. Und nur dadurch, dass wir am Ende alleine geblieben sind, also dass wir auch über unser Avantgarde-Konzept in eine Stellvertreterrolle gekommen sind, die wir vielleicht auch gesucht haben und die uns andere auch irgendwie zugebilligt haben und gesagt haben, lass sie mal machen, guck mal, ob das klappt, sind wir auf uns selber und auf diejenigen, die mit uns sympathisiert haben, reduziert geblieben. Und das ist letztlich zu wenig, um eine wirkliche Gegengesellschaftlichkeit, die nicht nur partiell ist, sondern die irgendwie umfassend ist für das gesamte Gesellschaftliche, zu entwickeln. Und daran ist es ja letztlich auch gescheitert. Das ist ja das, was ich heute sagen würde, dass der Satz von Che Guevara, den ich mir auch immer gesagt habe, für den Revolutionär sind die Verhältnisse oder sind die Bedingungen immer reif. Es stimmt einfach nicht. Also, wenn nicht die Kritik aus der Gesellschaft, aus ihrer eigenen Realität heraus, auch ganz klar zur Revolution und zur Aufhebung drängt, dann scheitert der Wille, egal wie vehement er auftritt oder nicht, er wird scheitern, das weiß ich heute. Und ich habe vielleicht damals, also ich habe nicht, wie gesagt, zu denen gehört, die, bin nicht in die Illegalität gegangen, im Bewusstsein, wir werden gewinnen. Also ich bin reingegangen im Bewusstsein, dass ich gesagt habe, ich trage die Konsequenzen. Ich kann erschossen werden, ich kann ins Gefängnis kommen. Und ich habe mir immer gesagt, bei dem einen ist man sowieso tot, wenn man ins Gefängnis kommt oder sonst irgendetwas ist. Ich werde mich nicht hinstellen und anfangen zu jammern und zu jaulen und irgendetwas machen. Wenn wir dann scheitern sollten, weil es einfach nicht geht, dann mache ich die Sachen mit mir selber aus. Nicht? Das ist mir wichtig, dass ich das so gesehen habe. Aber es ist, wie gesagt, Zukunftsprojektion. Nicht in diesem Sinne, dass ich je gedacht hätte, das ist klar, wir fangen heute an und vielleicht in 3 Jahren, in 5 Jahren oder sonst was haben wir die Revolution. Diese Gewissheit habe ich nie gehabt. Und ich glaube, ich habe auch für mich die Sache deswegen einigermaßen intakt, wie ich es finde, vielleicht ist das andere anders, auch deswegen überstanden, weil ich habe kein Erlebnis in diesem Sinn, dass ich jetzt mit entsetzten Augen vor einem großen Scheitern stehe und sage, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Und wie haben Sie es, Sie waren vorher, Sie haben schon davon gesprochen, ein Jahr im Gefängnis und sind dann noch einmal 20 Jahre in unterschiedlichen Gefängnissen, teilweise in Einzelhaft gewesen. Wie haben Sie in Bezug auf die Frage der Möglichkeit der politischen Arbeit das Herauskommen erlebt? Ich hatte 1987, ich glaube, da kann ich es etwa ansiedeln, so ab 87 habe ich langsam angefangen, darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch noch etwas anderes gibt oder dass das Konzept des bewaffneten Kampfes sich nicht fortsetzen lässt. Hintergrund ist einfach, unsere Erfahrung ist immer die gewesen, es gab die ganze Zeit, solange die Gefangenen gekämpft haben, das hing wirklich auch sehr mit dem Kampf der Gefangenen zusammen, solange die Gefangenen gekämpft haben, hat es immer wieder Leute gegeben, die sich entschieden haben, in die Illegalität zu gehen, das Konzept aufzugreifen oder so, wie sie es verstanden haben, und weiterzumachen. Aber man hat gesehen, die illegale Struktur reproduziert sich, aber sie entwickelt sich nicht. Es sind also manchmal, ich fürchte, wir haben Situationen in den 80er Jahren, haben sie vielleicht manchmal 5 Leute in der Illegalität, nicht? Und manchmal haben sie 15 oder 20, also, aber es ist nicht mehr geworden. Das hatten wir schon in den 70er Jahren. Schon wir waren dann, wie gesagt, 7 oder vielleicht 10 Leute, die sich damals entschieden haben, und zwar nicht mehr. Dann kam 77, das waren dann
45 Leute oder sowas und dann sind die, wie man später weiß, ein Teil in die DDR gegangen, da waren es wieder weniger und dann waren es mal in den 80er Jahren 20, 30, 40, Mitte der 80er Jahre auf einmal wieder 5 oder sowas und man hat immer gesehen, das reproduziert sich, aber das können wir halten, wir können diese Angriffsfähigkeit halten, aber wir kommen darüber nicht hinaus. Und das war das eine und das andere, das war, dass man gesehen hat, dass die Politisierungsprozesse, das hat man an den Erklärungen auch gesehen, andere geworden sind. Ich glaube, ich habe noch das Glück, zu denen zu gehören. Ich bin 52 geboren und habe viel gelernt Anfang der 70er Jahre. Also ich noch zu denen gehöre, die noch irgendwie mit den 68ern, mit der Gegenkultur, mit der Theorie, mit der Suche nach persönlicher Emanzipation und so weiter verbunden gewesen sind. Später, es gibt viele Leute, die dann sagen, sie haben gekämpft, weil die Gefangenen im Gefängnis waren, nicht? Und das ist keine wirkliche, oder weil sie darunter gelitten haben, dass es den Gefangenen schlecht gegangen wäre. Ich hätte jedem sofort aus dem Gefängnis auch abgeraten und gesagt, deswegen kannst du nicht kämpfen, du musst wegen dir kämpfen. Und diese Diskussion gab es bei uns schon mal 1973 oder 1974. Andreas Bader schrieb dann raus, wir haben ja manchmal solche Texte bekommen und hatte uns auch, gerade diejenigen, die in Hamburg für die Gefangenen gekämpft hatten, kritisiert, weil wir sehr über die Isolationshaftbedingungen gesprochen haben und so. Und er schrieb uns einfach raus, Leute, passt auf, Folter ist kein revolutionärer Kampfbegriff, nicht? Und das war ganz wichtig, als ich diesen Satz gelesen habe. Ich kann nicht hingehen, kann den anderen sagen, oh, die armen Gefangenen, die werden gefoltert und so weiter und du musst irgendetwas tun. Sondern ich kann zu denen nur hingehen und sagen, ich habe eine Vorstellung von Befreiung. So, und das ist so das, und ich glaube, das geht. Ich kann nur irgendwie, also etwas, was sie anspricht, was für sie selber ist, nicht? Und das hat sich, glaube ich, nach 77 hat sich das geändert. Und dann merkte man auch, das ist wahnsinnig hart geworden in der Artikulation, in den Begründungen, in seinen Erklärungen und diesen ganzen Sachen. Die waren für uns manchmal quälend zu lesen, die wir im Gefängnis waren, weil die einfach total steif und materialistisch und nur von harter Moral gekennzeichnet waren, aber nicht von irgendeinem, man hat da nicht wirklich einen emanzipatorischen Ansatz rausgesehen. Und deswegen dachte man sich, nee, also das endet irgendwo, es kommt nicht weiter, nicht? Und dann gab es diese ganzen Umbrüche in Deutschland und dann hatte man gesehen, dass einige von denen, die ab 1975 ungefähr sich gesagt haben, naja, mit der Revolution wird es nichts, wir gehen jetzt mal ein bisschen in das System rein und probieren das, die dann so bei den Grünen gelandet sind, sind ja viele K-Krüppler dort gelandet, die dann zuerst gesagt haben, Spielbein im Parlament, aber die wichtige Bewegung ist draußen und dann sind sie auf einmal ganz im Parlament gewesen, die aber wenigstens irgendwann so anständig waren, dass sie gesagt haben, nee, da verlieren wir uns und wir brauchen eine neue Linke. Und dann dachte ich mal, vielleicht gibt es so eine Chance, so das zusammenzubringen. Das war so eine Hoffnung, die ich hatte. Ich war aber nicht wirklich davon überzeugt. Und dann wusste ich aber, wir müssten irgendwie versuchen, eine Lösung für uns zu finden, für die Illegalen zu finden und dieses Konzept vielleicht zu beenden. Das hat nicht geklappt, weil die Bundesregierung, die damals dran waren, schon wie ihre vorherigen Bundesregierungen, kein Interesse dran hatten. Die wollten eine militärische Niederlage haben, weil sie das Ganze auch zu Recht als Grundsatzkonflikt begriffen haben, gesagt haben, die müssen wir niedermachen und was anderes geht nicht. Also ich wusste insoweit, als wir dann aus dem Gefängnis gekommen sind, dass wir sozusagen unser Konzept in gewisser Weise verloren hatten. Persönlich bin ich rausgekommen und ich habe gedacht, ich habe gewonnen. Mich hat keiner mehr angerührt. Ich bin sehr selbstbewusst aus dem Gefängnis rausgekommen. Ich habe meine ganze Gefängniszeit bestimmt. Das war nicht einfach. Das war wirklich nicht einfach. Ich will die Details hier nicht sagen, aber es reicht zu sagen, dass ich ein Jahr und 8 Monate Hungerstreik gemacht habe in dieser Zeit, wie andere auch, nicht? Und dass wir ganz viele harten Erfahrungen im Gefängnis gemacht haben, aber wir haben sie überstanden und zum Schluss haben wir das Gefängnis zurückgedrängt und man hatte uns zufrieden gelassen. Deswegen kam man da raus und fand sich eigentlich auf der einen Seite, wie gesagt, geschichtlich irgendwo gescheitert. Persönlich wusste man, wir haben gewonnen und dann kommt man raus und stellt fest, draußen ist alles irgendwie, es gibt kleinere Grüppchen, es gibt überhaupt keine Vision mehr davon, dass man kollektiv wirklich einen gemeinsamen Aufbruch wagen kann. Und das war eine ganz schön schwere Situation. Und ich habe dann irgendwann
ein Jahr auch mal später nachgedacht darüber und kam dann zu dieser für mich immerhin auch heute noch wichtigen oder plausiblen Erkenntnis, dass ich gesagt habe, also wir sind in die Illegalität gegangen, weil für uns die Illegalität mit Freiheit verbunden war. Und wir hatten das Gefühl, im Kapitalismus steht unsere ganze Existenz auf dem Spiel. Die wird vom System sozusagen auf dem Spiel gesetzt. Die wollen uns komplett umdrehen und einnorden und wir werden alles von uns verlieren, wenn wir das machen. Und deswegen ist es auch richtig, diesen Kampf zu führen, weil wir können eigentlich gar nicht verlieren. Das war die Haltung. Wir können nicht verlieren. Vielleicht gewinnen wir nicht, aber wir können nicht verlieren. Das war so ein bisschen die Haltung. Dann sind wir im Gefängnis drin und da spielt es keine Rolle, ob man beim 2. Juni oder bei der RAF oder bei sonst wem gewesen war. Und im Gefängnis waren wir wieder in dieser existenziellen Situation und mussten um uns kämpfen. Ich meine, die haben Hunderte von Millionen ausgegeben, um diese Hochsicherheitstrakte zu bauen, in denen wir abgekocht werden. Oder der Justizsenator Meyer, hieß er, glaube ich, damals hat zum Berliner Hochsicherheitstrakt gesagt, ja, das ist wie eine Waschmaschine, nicht? Da kommen sie rein und hinterher kommen sie weiß wieder raus, sowas nicht. Und mir selber hatte das der Sicherheitsleiter gesagt. Ich hatte ihm mal gesagt, was Sie hier machen, ist eine Gehirnwäsche. Da sagt er, ja, das können Sie so verstehen. Das ist das, was wir wollen. Also da war wiederum so eine existenzielle Situation da. Aber es ist das Gefängnis gewesen, nicht? Aber das Gefängnis würde ich sogar heute noch als Ort einer negativ erfahrbaren Freiheit empfinden, weil ich in der Lage war, um mich zu kämpfen und ich habe diesen Kampf auch gewonnen. Dann kommt man raus und ich kann das ja nicht draußen sozusagen fortsetzen, ich kann mich nicht auf die Wiese setzen und sagen, ich mache hier nichts, ich sonst was, ich werde verhungern. Ich bin auf einmal dann draußen in etwas, was ich dann umgekehrt in einer positiven Unfreiheit nennen würde. Nicht. Ich muss mich aber trotzdem in irgendeiner Form anpassen und das ist die, glaube ich, die zentrale Erfahrung gewesen. Und dann steht man da und ich habe lange Jahre wirklich gebraucht. Es war nicht einfach so, als ich dann angefangen habe und habe gesagt, ich wollte nicht von der staatlichen Fürsorge abhängig sein. Ich habe davon auch nur 3 Monate, glaube ich, gelebt und habe dann auch angefangen, gleich zu arbeiten. Und das war, ist mir auch wichtig gewesen. Und dann steht man immer irgendwo da und denkt, meine Güte, jetzt bist du in diesem Scheißbetrieb, den du vollständig ablehnst. Und kannst du das machen und so nicht? Und das ist wirklich nicht sehr, sehr einfach gewesen. Und aus dem Umstand, dass ich heute dann so etwas mache wie einen Verlag, nicht, wo der auf der anderen Seite natürlich auch nur innerhalb einer kapitalistischen Ökonomie steckt und auch in irgendeiner Form Dingen Rechnung tragen muss. Drin bin ich sicher ein Resultat davon, dass man da irgendeiner Lösung sucht, wo man glaubt, man macht noch irgendwas Sinnvolles und man ist nicht eingenordet in die alltägliche Reproduktion des Kapitalismus. Der Kontext der Revolution ist im zumindest öffentlichen politischen Diskurs völlig verschwunden. Ja. Wenn man von Politik spricht, wird Max Weber zitiert, Politik ist das zähe Bohren harter Bretter. Ist ein ganz anderer Kontext als der politische Kontext des Revolutionärs, der Revolutionärin. Ja. Die andere Sache ist, was Sie angesprochen haben, dass kein kollektives Miteinander mehr möglich war, in Ihrem Fall jetzt in Bezug auf die RAF, aber ich würde sagen, auch im politischen Kontext gegenwärtig. Sie artikulieren in dem Film Stockholm 75, ich zitiere jetzt, dass man gedacht hat, eigentlich will die ganze Gesellschaft, die ganze Jugend eine andere Gesellschaft, die will etwas anderes, aber sie werden von der Repression klein gehalten und deswegen müssen wir den Mut haben. Deswegen müssen wir vorangehen. Dieses Empfinden, in einem kollektiven Miteinander diesen politischen Prozess zu wollen, was, wie Sie ausgeführt haben, sich dann so, zumindest in Bezug auf den Weg, den die RAF gehen wollte, nicht vollzogen hat. Diese politische Vereinsamung der einzelnen Leute in einem kapitalistischen System, in dem eigentlich keine kollektive politische Zukunftsperspektive mehr entsteht,
Haben Sie das schon erlebt, wie Sie aus dem Gefängnis draußen waren, oder hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Nein, das habe ich schon erlebt, als ich aus dem Gefängnis herausgekommen bin. Und gleichwohl hat sich das in den letzten Jahren nochmal potenziert. Es gibt da zwei Dinge, die ich vielleicht dazu ansprechen möchte. Das eine ist natürlich die Globalisierung, nicht, dass sich der Kapitalismus, das ist ja erst in den letzten Jahren mit großen Sprüngen vorangetreten, also alle örtlichen Bereiche der Welt erreicht und besetzt hat. Dann gibt es eine andere Globalisierung, die bezieht sich auf die Zeit und auf das Leben, dass er auf alle Lebensbereiche okkupiert hat. Das ist wichtig. Und diese Besetzung des Raumes und der Zeit im Leben des Menschen, die ist natürlich heute wahnsinnig und total, viel totaler als wie in den 70er Jahren. So, das andere ist, dass auf Seiten der Linken es etwas gibt, was ich in gewisser Weise auch als eine Erschöpfung bezeichnen möchte. Wir alle haben, also keiner, ich kenne niemanden aus der neuen Linken, der ein Freund des Realsozialismus gewesen ist. Gleichwohl hatte man gedacht, immerhin, wir haben die Produktionsmittel verstaatlicht, es gibt kein Privateigentum, das ist doch schon mal irgendwie ein Fortschritt. Ulrike Meinhof hat mal irgendwann geschrieben, dass der Sozialismus verfremdet ist, aber es ist Sozialismus, wenn er verfremdet ist, kann er sozusagen auch zu sich zurückkommen. Wolf-Dieter Biermann, lange Zeit bevor er ein Arschloch geworden ist, hat ähnliche Sachen gesagt, dass es möglich ist, dass der Sozialismus zu sich kommt. Und das hatten wir so irgendwie erhofft. Wir haben ja auch davon gesprochen, so in der politischen Analyse haben wir ja davon gesprochen, dass wir gesagt haben, es gibt eine Demarkationslinie. In den westlichen Gesellschaften ist das die Demarkationslinie zwischen Kapital und Arbeit. Das ist dann mit der Sozialpartnerschaft verbunden gewesen. Das ist befriedet worden durch die Gewerkschaft. Und im globalen Rahmen gibt es eine Demarkationslinie zwischen Ost und West. Und durch den Kalten Krieg, dadurch, dass sie sich mit ihren Atompotenzialen sozusagen in gewisser Weise gegenseitig so lähmen, dass jedenfalls der Westen nicht auf die Idee gekommen wäre, in den Osten einzumarschieren. Und das war sozusagen die Situation. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn wir jetzt hier die in den westlichen Gesellschaften, und es waren ja nicht nur wir in Deutschland, sondern überall hat es ja diese radikalen Kämpfe gegeben, wenn wir die jetzt politisieren, dann wird es vielleicht auch einfacher im Osten eine Emanzipationsbewegung zum Wachsen zu kriegen. Und dann bricht das, dann schaffen wir das hier nicht. Unser Kampf bleibt isoliert aus vielen Gründen. Wir haben wahnsinnig viel reingesteckt, aber es kommt irgendwie, wir kommen nicht weiter. Und dann bricht 1989 der Realsozialismus zusammen. Und ich bleibe immer noch dabei, das Primäre davon sind seine eigenen Fehler gewesen und nicht die Überlegenheit des Westens, sondern es sind seine eigenen Fehler, weil die irgendwann aufgehört haben, im Osten die Komponente reinzubringen über das, was jetzt auch die persönliche Freiheit ist, was die Demokratisierung betrifft und was die Wertschätzung des Menschen als aktives Subjekt an den gesellschaftlichen Prozessen auch gleichberechtigt teilnehmen kann. Das haben die einfach nicht in den Griff bekommen. Das ist immer irgendwie untergebuttert worden unter diesem großen Anspruch, da ist der Westen, hier ist der Osten, wir müssen hier zusammenhalten und nicht darüber reden, was ist und so, und alle müssen wie eine Front dagegen stehen. Dann bricht das zusammen. Das ist natürlich, wenn man sich unser Leben anschaut, dass die Menschen vielleicht in ihrer Generation, wenn sie Glück haben, 60, 70 Jahre alt werden, ist das natürlich eine ungeheure, auch eine Traumatisierung, nicht? Und da fragt man sich auch, wie kann man so eine geschichtliche Niederlage, die da ist, und wo auf der anderen Seite der Systemfeind, der Klassenfeind nicht mehr wusste, wo er vor Jubel hinspringen sollte, wie kann man das auffangen oder zurückdrehen oder wie kann man da einen Neuanfang setzen? Und deswegen glaube ich, ist es auch legitim, davon zu reden, und da will ich auch irgendwo ein Stück Verständnis haben für diese gesamte westliche Linke, die sich auch völlig erschöpft ist in einer solchen historischen Situation, nicht? Dann kam vieles andere dazu, dass dieser Internationalismus, den wir hatten und der für uns konstitutiv auch gewesen ist, der sich auch in vielem als illusorisch herausgestellt hat, weil die
Befreiungsbewegungen in Angola, die haben zwar auch eine antiimperialistische Rhetorik gehabt, aber die sind nicht da gewesen, wo wir gewesen sind. Die waren in ganz nachholenden Prozessen. Und es scheint offensichtlich so zu sein, dass man bestimmte geschichtliche Prozesse nicht überspringen kann. Wenn man die alten Kolonialmächte besiegt, hat man nicht den grenzenfreien Raum und bildet jetzt übernationale oder internationale Kollektive, sondern man kommt erstmal zum eigenen Nationalstaat. Und mit dem eigenen Nationalstaat kommt man dann auch wieder zu bestimmten Strukturen und Bedingungen, die für das, was für uns als westliche Linke wichtig gewesen wäre, dass wir gesagt haben, wir wollen keinen Staat, wir wollen keine Grenzen mehr haben. Unsere Vision ist die Weltgemeinschaft und die soll miteinander kommunizieren und ihre Probleme lösen. Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge an Erfahrungen und die sind sowas von gewalttätig und von bedeutsam, dass man wirklich auch sagen kann, die Linke hat sich erschöpft und die andere Seite, die schien so unendlich stark zu sein und die war so im Siegesrausch und Siegestaumel und der schien auf einmal die ganze Welt zu gehören, dass ich mir gut vorstellen kann, dass viele sich denken, Gott, da versuche ich jetzt nur irgendwie noch drin zu überleben. Und ich glaube, das ist noch heute das Subjektive, oder ist das, was heute unseren subjektiven, bei vielen von uns den subjektiven Rahmen ausmacht, dass man denkt, nee, bloß jetzt nicht irgendwie versuchen, eine große Bewegung in Gang zu setzen, wir werden damit scheitern. Und deswegen warten, bis die Bedingungen vielleicht noch ein bisschen besser werden und dann klappt es vielleicht wieder. Und diese Erschöpfung der Linken, ja, und das offensichtliche Problem auf die Krisen, die sich im Finanzkapitalismus ergeben haben, ja, das heißt, auch der Kapitalismus gemerkt hat, wir sind doch nicht unschlagbar, darauf keine Antwort zu haben. Eigentlich ist die Situation nicht schizophren. Also der Kapitalismus ist in einer weltweiten Krise, wie seit wie viele Jahre nicht mehr. Und es entsteht zurzeit nirgendwo relevant die Vorstellung von einem Gegensystem, also wird nirgendwo relevant die Frage nach einer grundsätzlichen Systemopposition aufgeworfen. Es ist nicht da. Und das ist natürlich schizophren fast. Ich meine, die Frage stellt sich für mich, einerseits wird geredet von einem Mangel an Theorien. Ja, ich muss Sie da leider korrigieren, weil vielleicht könnten wir das etwas präzisieren. Ich glaube nicht, dass es einen Theoriemangel gibt. Ich glaube, dass es ein Interesse an Theorie gibt. Und das könnte ich als inzwischen auch Verleger, der viele Theoriebücher verlegt, könnte ich sagen, es gibt auch eine ganze Menge Theorie, aber das Interesse an dieser Theorie, das ist gering. Das reduziert sich tatsächlich auf andere Theoretiker, auf ein paar Soziologie, Politologie oder Philosophie-Studenten. Und das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass die ohne irgendwas glorifizieren zu wollen, aber die 70er Jahre eine Aufbruchszeit gewesen sind und die Leute hatten das Gefühl, wir können die Welt verändern. Und in dem Moment sucht man nach Handwerkszeug. Und dann ist man zur Theorie gekommen und dann hat man diese ganzen Theoretiker gelesen, man hat wahnsinnig viele Raubdrucke gemacht und hat sozusagen auch bei 1917 oder in den 20er Jahren angefangen und hat sich das wieder verfügbar gemacht und hat gemerkt, Mensch, da steckt eine ganze Menge drin, da finde ich also tatsächlich, ich sage es einfach mal plakativ, da finde ich auch einen Knüppel, kriege ich auch einen Knüppel in der Hand, mit dem ich auf den Klassenfeind draufhauen kann und dann kommen wir ein Stück weiter. Wenn man aber, wenn die These stimmt, die ich eben gesagt habe, dass man erschöpft ist und dass man individualisiert ist und dass der Kapitalismus so totalitär geworden ist, dass man denkt, da kommen wir gerade nicht gegen an, dann gibt es auch einen Moment der Verdrängung und die Verdrängung artikuliert sich daran, dass man gar nicht nach irgendwelchen Sachen sucht, weil man sieht die Sachen, die zeigen einem nur, wie elend es einem geht, aber sie helfen einem nicht weiter. Und Theorie, glaube ich, es gibt viele Leute, die sich Gedanken machen und ich glaube, da sind auch viele gute Ansätze drin. Wir haben bei uns so Leute wie Robert Kurz, die wunderbare Bücher geschrieben hat, aber auch in jedem Buch von Zizek, auch wenn man da vieles kritisieren muss oder sonst etwas, da sind wichtige Erkenntnisse drin. Aber die Leute schieben das weg und ich stelle
fest. Niemand beschäftigt sich damit, weil er sagt, ach, das ist so schwer und das nützt mir am Ende doch nichts in meinem Leben oder in der Entwicklung von irgendeinem Kampf. Also ich weiß nicht, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Theoriedefizit gibt, sondern wie gesagt, das Verhältnis zur Theorie ist ein anderes geworden. Das ist gerade nicht da. Und das hat was mit einer Situation zu tun, die vielleicht als permanente Verdrängung des gesellschaftlichen und Seiten der Linken aus bezeichnen würde, wenn man denkt, man kommt sowieso nicht dagegen an. Ja. Würden Sie meinen, dass damals mehr Muße da war? Auf jeden Fall. Also ich kann das jetzt nur für mich sagen. Ich bin ja selber der Idiot im Hamsterrad, nicht? Also ich arbeite und arbeite und arbeite und ich komme viel zu wenig zum Lesen. Wenn ich zum Lesen komme oder mal irgendetwas schreiben möchte, dann ist am besten, ich fahre irgendwo in Urlaub, dann habe ich Muße und kann mich nochmal auf die Sachen einlassen, nicht? Und um etwas zu durchdringen, müssen Sie sich auf etwas einlassen und Sie müssen diesen ganzen Alltagsschrott, der uns alle inzwischen tagtäglich in die Wohnung und ins Büro gekippt wird oder sonst wo, den müssen Sie weglassen können. Und das war in den 70er Jahren, ist das anders gewesen. Und man stand nicht so, obwohl ich das in die 70er Jahre so empfunden habe, als etwas, wo ich gemerkt habe, die wollen uns total umdrehen und sozusagen umwälzen, sodass wir überhaupt kein eigenes Ich mehr haben, sondern dass wir nur noch für sie funktionieren. Das beginnt jetzt, nämlich damals mit einer ungeheuren Vehemenz mich dagegen gestellt. Heute ist die Situation da nicht. Und da könnte ich jetzt hier Pasolini zitieren, der das ja schon auch Mitte der 70er Jahre in seiner Art so festgestellt hat, dass er gesagt hat, der Faschismus, den wir erlebt haben, da meint er den Nazifaschismus und Mussolini natürlich in Italien, war nicht so vernichtend wie das, was mit der Konsumgesellschaft auf die Menschen einprasselt, weil die Konsumgesellschaft macht den Einzelnen zum geschichtslosen Objekt, dessen eigenes inneres Interesse nur noch ist, dem nächsten faulen Versprechen des Systems hinterherzulaufen und ewig unbefriedigt zu bleiben. Und ich glaube, damit hat er in gewisser Weise, nicht in allem, aber hat in gewisser Weise recht gehabt. Und deswegen hat man damals mehr Muße gehabt und man konnte sich damals aus der Gesellschaft eher ein Stück rausziehen und musste trotzdem nicht verhungern und konnte überleben und konnte sich mit sich selbst und mit den gesellschaftlichen Verhältnissen beschäftigen. Nicht? Und da müssen wir irgendwie heute hinkommen. Aber das ist schön gesagt, die Frage ist, wie Agamben hat mal so schön vor letztes Jahr in einem Interview gesagt, wir müssen zur Geschäftslosigkeit kommen. Nicht? Habe ich gedacht, sofort, der Begriff hat sehr gut gefallen, nicht geschäftslos sein, aber ich kann Ihnen sagen, Giorgio Agamben, dir ist das möglich, geschäftslos zu sein. Wir würden als geschäftslos wahrscheinlich zurzeit unheimlich viel aufgeben müssen. Aber trotzdem ist das richtig. Genau in diese Situation müssen wir hinkommen und wir müssen irgendwie sagen, diese ganze Scheiße da, was man uns anbietet, das interessiert uns nicht. Und dann sind wir aber bei allem dabei, bei den sogenannten sozialen Netzwerken, bei allem und wir sagen nein. Und erst, glaube ich, wenn wir dort ankommen, dann werden wir in der Lage sein, auch nochmal unser Leben anders zu bestimmen und uns den Raum zu schaffen. Uns fehlt einfach der Raum zurzeit, obwohl er dringend notwendig ist. Uns fehlt einfach der Raum, uns hinzusetzen und zu überlegen, wo sind wir eigentlich gelandet? Sowas wir, die wir diesen Aufbruch verloren haben und die heute immer noch ihm hinterher trauern, weil er eine Realität gewesen ist und jüngere Leute, die einfach nur unbefriedigt heute dastehen und das Gefühl haben, ich habe überhaupt nichts Eigenes. Nicht? Ich möchte heute kein Student mehr sein. Ich bedauere, dass ich nicht studiert habe. Das habe ich manchmal so gesagt. Aber wenn ich mir die Studenten heute anschaue, ich möchte mit denen nicht tauschen. Das sind so arme Schweine mit ihren Masterstudiengängen, was man sozusagen von denen abfordert und wie die eingenordet werden. Die haben auch keinen eigenen Raum. Die Universität, und das ist ja heute nicht mehr in irgendeiner Form eine Funktion von Lehre und Forschung und dass man auch zu sich selber irgendetwas finden kann, das ist ja auch nur noch total durchrationalisiert und durchkapitalisiert. Die werden eingenordet auf Minimalerkenntnisse, die sozusagen in der großen Maschinerie des Kapitalismus dann irgendwo eingesetzt werden und dann tak, 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 so funktionieren sie für dieses System. Und ich fände das schön, wenn man irgendetwas finden würde, was diesem Begriff von der Agamben, von der Geschäftslosigkeit entsprechen würde.
Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie kriegen wir den Raum zurück. Es müsste auch eine Geschäftslosigkeit ohne soziale Vereinsamung sein. In einer Wirtschaftskultur laufen ganz viele soziale Beziehungen und soziale Strukturen nur mehr über einen Wirtschaftskreislauf. Richtig. Ja. Sie haben davon gesprochen, dass das Erlebnis der Illegalität und des Gefängnisses auch bedeutet hat, dass das Miteinander mit anderen Menschen sich verändert hat. Sie haben gesagt, es ist natürlich eine ganz andere Nähe da zu denen, die selbst in der Illegalität waren. Und sie beschreiben etwa bezüglich Leuten aus den Roten Brigaden, es ist auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu diesen Leuten da als zum Rest der Gesellschaft. Das stimmt einfach. Und niemand, weil wir so wenige sind, das ist einfach das Problem, nicht? Ob das jetzt 200 oder 500 waren, die eine ähnliche Radikalität hatten wie wir, weil wir so wenige sind, treffen wir nicht auf viele, die ähnliche Erfahrungen haben. Ich habe mal irgendwann den Satz gesagt, hinter die Erfahrung gibt es kein Zurück. Und ich habe nach dem Gefängnis so viele Leute getroffen, die einfach entweder den Marsch durch die Institutionen gemacht haben oder auch bürgerliche Leute, die einfach nur bürgerlich waren. Aber ich habe immer wieder festgestellt, wenn man mit ihnen zusammen ist, sie verstehen uns nicht. Ich bin nach dem Gefängnis so oft auf Leute gestoßen, die dann gesagt haben, mein Gott, 20 Jahre im Gefängnis, das hätte ich nie ausgehalten, ich hätte mich sofort umgebracht und solche Sachen. Und man wird müde, es irgendjemand zu erklären. Und ich habe den Leuten dann erklärt, also meine 20 Jahre im Gefängnis waren jetzt, wenn ich mir dich anschaue, nicht ganz so schlimm wie deine, kann ich nur sagen. Weil du bist vielleicht im Unterschied zu mir jetzt 20 Mal auf Mallorca gewesen oder sonst wo, aber das ist es dann auch schon gewesen. Aber was du an Lebenserfahrung gezogen hast oder an Erkenntnissen in dieser Zeit, die ist irgendwie auch nutzlos vorbeigesprungen. Oder ich habe versucht, ihnen zu erklären und gesagt, jeder Mensch hat etwas, was für ihn wichtiger ist als sein eigenes Leben. Daran, das unterstelle ich wirklich. Ich meine nicht, dass wir das jetzt hatten und die anderen nicht. Also das sieht man schon in der Regel. Wenn eine Mutter oder ein Vater würde für sein Kind, das ins Wasser springt, sofort hinterher springen, da ist seine Sache egal. Man geht darüber hinweg und für uns ist das damals so ähnlich gewesen. Nicht für uns war sozusagen die Sache war von unserer subjektiven Anbindung wichtiger als das eigene. Und ich bin auch froh, dass es das ist. Wenn das nicht so wäre, hätten wir keine wirklichen Ziele, für die wir kämpfen würden. Es muss etwas im menschlichen Leben geben, was wichtiger ist als seine Person. Wenn es das nicht gibt, dann hätte das Leben wahrscheinlich irgendwo seinen Sinn verloren, wenn man nur für sich als Individuum und für seine persönliche Befriedigung agieren würde. Und deswegen sage ich, das ist einfach so, wenn ich dann nach Rom gekommen bin, wir haben dann 1997 diesen Kongress in der Schweiz gehabt und haben da viele Italiener und andere Leute kennengelernt aus anderen bewaffneten Gruppen. Und die Diskussion darüber ist eine andere, weil man sofort an was anderes ansetzen kann. Die verstehen einen nicht. Und wenn ich irgendjemand anders treffe, ist es oft so gewesen, der kann das nicht nachvollziehen. Und deswegen scheue ich heute manchmal auch die Diskussion mit anderen, weil ich habe keine Lust, das zu erklären, warum ich im Gefängnis überlebt habe, warum das für mich im Nachhinein, ich bin so froh, dass ich diese ganzen Hungerstreiks gemacht habe, auch wenn ich die Zwangsernährung überstanden habe und mich gewehrt habe und so weiter. Ich habe keinen Vorwurf gegenüber jetzt diesem Gefängnis, obwohl ich ihn eigentlich haben müsste, weil das, was sie gemacht haben, ist eine unglaubliche Schweinerei gewesen. Nicht? Und es war mit sehr viel Gewalt und mit sehr viel Vernichtungsabsicht verbunden. Aber ich habe es überstanden, ich habe es besiegt. Deswegen kriege ich keine richtige persönliche Empörung jetzt mehr dazu auf. Man muss es ihnen trotzdem wahrscheinlich aufs Brot schmieren, weil sehr viel in der Bundesrepublik zumindest über die Zeit des Gefängnisses bei den politischen Gefangenen in der BRD richtig herumgelogen wird. Es wird richtig herumgelogen, dass man manchmal glaubt, man ist auf einem anderen Stern gewesen. So. Aber das meine ich damit, dass es für uns untereinander keinen Ersatz gibt. Und das ist eher traurig. Wäre natürlich schön, man wäre in einer gesellschaftlichen Situation und könnte mit allen über ihre eigenen Kampferfahrungen sprechen und reflektieren. Mhm.
Und was heißt für Sie kämpfen heute? Oder gibt es den Begriff heute in dieser Form? Kämpfen war für mich etwas, wo ich mich wirklich als ganzer Mensch gegen dieses System gestellt habe. Und ich versuche da zu sein und offen zu sein und ich versuche irgendwie was Sinnvolles zu machen. Und wenn ich es plakativ ausdrücken würde, würde ich es gerne so sagen, wie es kürzlich Slavoj Žižek gesagt hat und hat gesagt, es ging da um Varoufakis und diese ganze Truppe mit Democracy in Europe 25, nicht, die ich sehr kritisch sehe. Ich sehe sie sehr kritisch. Ich glaube, er unterstützt sie dann immer, sieht sie auch kritisch und hat dann gesagt, aber gut, ihr müsst das machen, aber ich hoffe immer noch darauf, dass wir irgendwann den Knopf finden, wenn wir auf den Knopf drücken, bricht alles zusammen. Nicht? Also das wäre natürlich für das finde ich eine schöne Vorstellung und diesen Knopf zu finden und drauf zu drücken. Und das würde ich heute unter Kämpfen verstehen, dass man auf jeden Fall dafür ansprechbar ist und nicht sein Inneres so verändert hat, dass man sagt, ne, bloß nicht. Wir wollen hier keine Unruhe haben und es soll so bleiben, wie es ist. Es soll nicht so bleiben, wie es ist. Nichts. Und ich würde gern Teil einer Bewegung sein, die alles ändert und aber auf der anderen Seite ist es auch so, wie gesagt, das verbirgt sich auch in diesem Satz hinter die Erfahrung, gibt es kein Zurück. Wir haben auch so viel selber gelernt und auch aus unseren Fehlern gelernt, dass ich heute nicht mehr die Selbstgewissheit habe, die ich als 20-Jähriger und auch noch lange Zeit danach hatte, dass ich sicher war, das, was wir machen, ist in manchen vielleicht nicht manchmal ein bisschen falsch oder sowas, oder wir gehen Fehler, aber im Grunde sind wir immer auf der richtigen Seite und das, was wir machen, hat immer grundsätzlich etwas, was man verteidigen kann. Es gibt leider auch Dinge im revolutionären Kampf, wo man sich im Nachhinein hinstellt und sagt, war jetzt nicht zu verteidigen, es war einfach ein Fehler. Aber ansonsten den revolutionären Kampf an sich selber, und den möchte ich grundsätzlich verteidigen, und den Aufbruch, den muss man suchen. Sie hörten ein Gespräch mit Karl-Heinz Delvo. Die nächste Ausgabe, wie immer, am dritten Montag im Monat um 13 Uhr auf Radio Orange. Bis dahin, ein schönes Leben.